Willkommen bei einem weiteren Video hier bei B-Part Gaming und heute ein weiteres Video zu FIFA 16 und heute soll es ganz speziell um die Frauen-Nationalmannschaften gehen, die es ja jetzt in FIFA gibt. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, zu FIFA 16 wird es die Möglichkeit geben, mit 12 Frauen-Nationalmannschaften zu spielen. Das Ganze wurde ziemlich kontrovers diskutiert und ich hatte jetzt bei dem FIFA 16 Event die Möglichkeit, auch schon FIFA 16 anzuspielen, ziemlich praktisch, und auch die Möglichkeit oder die Gelegenheit, mit Deutschland und den USA als Frauen-Nationalmannschaft zu spielen. Ich möchte jetzt hier in diesem Video meine Meinung kundtun, so generell, was ich davon halte und auch letztendlich, wie es sich gespielt hat. Fangen wir mal mit dem Spiel an sich an und da gab es hier doch einige Fragen im Vorhinein und ich kann jetzt euch da schon mal so weit beantworten, wie es umgesetzt ist. Also zumindest haben sich für mich diese Fragen zuteil gestellt und ich habe sie auch häufiger gelesen. Zum einen natürlich zum Beispiel, kann man mit den Frauen-Nationalmannschaften gegen Männermannschaften spielen? Und das war auch schon auf der Webseite beantwortet, das ist nicht möglich. Das heißt, man kann nur mit den Frauen untereinander spielen. Das heißt, zum Beispiel Deutschland gegen die USA, das konnte ich ja spielen. Und dann ist natürlich auch die nächste Frage, wie sind die Frauen bewertet? Also das hatte ich mich gefragt. Weil eine Frau nicht ganz so schnell laufen kann wie ein Mann, sie wird auch nicht ganz so stark gegen den Ball treten können und dadurch ist es ja so, dass einfach bestimmte Werte von den Frauen nicht erreicht werden können. Jetzt ist die Frage, werden Frauen so bewertet wie im Vergleich zu einem Mann oder bekommen sie ihre eigene Skala? Das heißt, dass man sagen kann, okay, das ist so das Top-Level, was eine Frau erreichen kann und so funktioniert es ja auch beim bisherigen FIFA, das war immer 99 quasi, das war das Top-Level, das ist möglich und das haben dann Spieler wie Messi fast ausgereizt mit einer 94er Bewertung etc. Und jetzt die Frage, ja, bekommen Frauen ihre eigene Skala und das ist der Fall. Eine Nadine Kessler, weiß ich jetzt zum Beispiel, war jetzt in der Version bei 90 bewertet und die Sasic, glaube ich, ist der Name von der deutschen Stürmerin, die hatte eine 85, nur um eine Vorstellung zu geben. Das heißt, die sind dann in ihrer Frauenskala quasi wirklich eigen bewertet und natürlich dann, dadurch, dass es Nationalmannschaften sind, wirklich die besten Spielerinnen, die es dort in dem Bereich gibt, haben extrem gute Werte. Und so ist dann quasi der Wettbewerb unter den Frauen, dass die dort extrem gute Werte haben. Aber was ich dann nachgefragt habe, auch bei den Producern, und man hat es auch zu Teilen gespürt, eine 85 zum Beispiel bei einer Spielerin ist jetzt keine 85 bei einem Spieler. Das heißt, diese Frau spielt sich doch schlechter, das heißt, sie hat eigentlich eine schlechtere Wertung im Vergleich zu einem Mann, steht aber 85 trotzdem drauf. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel schlechter ist das? Also was bedeutet ein 80 Dribbling bei einer Frau im Vergleich zum 80 Dribbling bei einem Mann? Ist das vielleicht 50 Dribbling, 60 Dribbling, 70 Dribbling? Ich weiß es nicht. Ich denke auch nicht, ehrlich gesagt, dass EA diese Information irgendwie, sage ich mal, verraten wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht Leute wirklich austesten werden. Zum Beispiel mal eine Frau eine Linie lang laufen lassen, die 90 Antritt, 90 Geschwindigkeit hat und ein Mann und dann vielleicht irgendwie daraus rückrechnen. Das wäre vielleicht möglich, aber ich kann mir vorstellen, dass es EA nicht veröffentlichen wird, weil das ist natürlich auch so eine gewisse Problematik, wo ich dachte, damit wird EA auch Probleme bekommen, aber darüber werde ich wahrscheinlich am Ende des Videos reden. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, eigene Bewertungsskala. Und jetzt natürlich die Frage, was halte ich irgendwie davon, das zu spielen? Und ich war vorher ein bisschen skeptisch, habe gedacht so, ja, ist ganz cool, finde ich irgendwo auch fair, dass jetzt Frauen in dem Spiel drin sind. Und ich muss sagen, ich fand den Trailer schon, fand ich ziemlich gut. Und auch von dem Statement generell, dass sie gesagt haben, dass sie nicht, also ich fand das ziemlich cool, wie die Frau das eingesprochen hat. So von wegen, wir sind nicht hier und nicht nur hier, um zuzuschauen. Das ist auch unser Spiel. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Attitude und finde ich auch irgendwo nachvollziehbar, dass das dann auch so umgesetzt wurde. Jetzt aber die Frage, inwieweit wird das dann auch wirklich genutzt von Spielern? Und ich war da vielleicht auch vorher ein bisschen skeptisch, habe natürlich dann auch vor Ort mal mit den Frauen-Nationalmannschaften gespielt. Und ich muss sagen, es war überraschend erfrischend. Es hat Spaß gemacht, weil sie ihre eigene Bewertungsskala haben. Das ist dann vielleicht so ein bisschen wie, als ob man mit, einfach jetzt mal so geraten, mit einem Drittligaverein quasi spielen würde, aus der englischen Liga, vielleicht auch eher noch Zweitliga. Bin mir nicht, also es fällt mir sehr, sehr schwer, das runterzubrechen. Aber es hat dann Spaß gemacht, mit den Frauen zu spielen. Das war irgendwie, das hört sich doof an, ja? Es hat jetzt Spaß gemacht, mit den Frauen zu spielen. Aber ihr versteht, was ich meine, mit den Frauen in FIFA zu spielen. Ja, Fußball. Nur, dass hier keine Verwechslungsgefahr entsteht. Und das war eigentlich ziemlich cool. Und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das auch am Anfang, werdet ihr es alle ausprobieren. Sobald das Spiel draußen ist, werdet ihr damit spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch noch häufiger zum Einsatz kommt über das Jahr hinweg und wahrscheinlich auch in den zukünftigen Teilen, dass das auch häufiger zur Abwechslung mal gespielt wird. Weil man muss natürlich sagen, Frauen sind auch ganz nett anzuschauen und mal eine nette Abwechslung. Und so würde ich das auch betrachten. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz neue Art und Weise. Und dann natürlich auch irgendwo recht entscheidend, dass man auch neue Sachen quasi sieht. Und das hört sich jetzt ziemlich stumpf an, aber
Die haben dadurch, dass sie Frauen in dem Spiel drin haben, auch zum Beispiel an den Animationen von den Haaren arbeiten müssen. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr detailreich oder fein. Aber klar, es fällt einem immer direkt auf, wenn so eine Frau auf der Außenlinie steht und sich dann nach links und rechts dreht, um den Einwurf zu machen. Ha, da geht der Pferdeschwanz so hin und her und man sieht natürlich das Haar, wie es weht im Wind oder wie es hin und her geht. Und das ist natürlich irgendwo mal was Neues, ne? Und man nimmt dann irgendwo teilweise, wenn man das Spiel so jahrelang gespielt hat, gerne irgendwo diese kleinen Neuigkeiten oder Neuerungen auf und genießt sie für einen gewissen Augenblick oder um einfach mal wirklich was anderes zu sehen. Also von daher, ich war vorher skeptisch, welche Relevanz wird es haben letztendlich in Spiele, und ich war der Meinung, nein, wird kaum der Fall sein. Und nachdem ich es gespielt habe, muss ich sagen, so, ja, warum nicht? Kann man mal ganz lässig einstreuen, so eine Partie, wo man mit einer Frauennationalmannschaft gegen einen Kumpel mit einer Frauennationalmannschaft spielt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch online möglich sein wird. Ich glaube, da ist eher weniger der Fall, aber mal so lässig, mal schnell irgendwie ein Nationalspiel oder einfach ein Nationalspiel mit den Frauen machen gegen einen Kumpel. Warum nicht? Also ich war vorher nicht davon so überzeugt, dass es der Fall sein wird. Im Nachhinein kann ich mir schon eher vorstellen. Dann würde mich mal eigentlich interessieren, wie es dann letztendlich bei euch dann zu Hause sein wird, wenn das Spiel draußen ist und wie ihr es dann seht, ob ihr auch mal häufiger mit denen spielt. Könnt ihr gerne berichten, sobald es der Fall ist, sobald ihr das mal machen könnt. Ich kann mir vorstellen, fällt mir gerade auf, in der Demo werden sie sicherlich zwei Frauen-Nationalmannschaften einbauen. Also das würde mich echt wundern, wenn sie es nicht machen. Na ja, gut. Dann an sich, ich habe eben gerade schon über eine Neuerung gesprochen, von der das Spiel an sich auch profitiert. Nämlich zum Beispiel Animation von Haaren. Da haben sie halt gemerkt, so, ja, Frauen haben tendenziell längere Haare. Und dadurch müssen sie da ein bisschen auch nochmal was überarbeiten, damit das gut aussieht. Und dadurch profitieren natürlich auch das Männerfußball, oder da profitieren die Männer in FIFA. Das heißt, auch das ist natürlich irgendwo eine Entwicklung, die dem Spiel an sich gut tut. Weil das ist natürlich jetzt entscheidend. Man muss überlegen. Oder darüber werde ich gleich nochmal reden, weil das nächste ist auch nochmal der Punkt, dass haben sie schon mal vor einigen Jahren probiert. Sie haben gesagt, das steht schon länger irgendwo auf deren Agenda, dass auch Frauenfußball in FIFA drin ist. Und sie haben schon vor einigen Jahren quasi mal ausprobiert, wie es aussieht, wenn sie Frauenköpfe auf die normalen Körper quasi tun, um sozusagen so den Frauenfußball zu implementieren. Und haben sie gemerkt, das sieht kacke aus, das sieht irgendwie komisch aus, das können wir nicht machen, das wirkt überhaupt gar nicht. Und das war quasi deren ersten Ansatz. Und jetzt, dadurch, dass sich einfach die Technologie weiterentwickelt hat, vielleicht auch, dass sie mehr Ressourcen haben, um das zu realisieren, sind sie in der Lage, die Frauenkörper besser zu modellieren, realistischer zu modellieren. Und dadurch haben sie auch gesagt, mussten sie halt komplett die Art und Weise, wie sie einen Körper in FIFA darstellen, irgendwo neu aufstellen. Und dadurch profitiert auch wieder die Männer in FIFA in der Darstellung. Das heißt, man kann jetzt hier verschiedene Körpertypen deutlich besser darstellen. Dann haben sie zum Beispiel als Beispiel Crouch und Akinfenwa genannt. Beide sehr, sehr eigene Körperbautypen. Crouch extrem schlaksig, extrem groß. Akinfenwa extrem breit, ne? Ihr kennt ihn. Und da sagen sie, durch diese Entwicklung, dass Frauen jetzt drin sind, haben sie eine bessere Möglichkeit oder haben einen Antrieb gefunden, warum sie auch nochmal die Art und Weise, wie sie den Körperbau darstellen, überarbeitet. Und dadurch profitiert dann auch diese speziellen Spielertypen, dadurch, dass sie das besser oder genauer darstellen können. Und das ist jetzt irgendwo auch so eine gewisse Art und Weise, warum das kritisiert wurde, kann ich mir vorstellen. Also was ich sehr häufig gelesen habe, ist, boah, spielt eh keiner mit, jetzt wird dafür Geld in die Hand genommen oder auch einfach Zeit investiert, damit Frauen drin sind, es wird eh nicht damit gespielt, macht mal lieber das, macht mal lieber dritte Liga, macht mal lieber mehr Nationalmannschaften etc. pp. Und ich möchte jetzt hier einfach so ein bisschen auch nochmal vielleicht so ein bisschen kurz drauf eingehen, warum wahrscheinlich Frauen Nationalmannschaft drin sind und wie ich das sehe. Und das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Was bedeutet das, wenn man jetzt Frauen-Nationalmannschaften implementiert als Entwickler? Man muss an diesen Dingen arbeiten, die ich gerade gesagt habe. Man muss zum einen irgendwo diese Spielerwerte erstellen. Ich kann mir vorstellen, die haben sie wahrscheinlich schon seit Jahren. Die haben extrem viele Leute weltweit sitzen, die generell auch, sag ich mal, die Spielerwerte von Spielern schon irgendwie probieren zu beurteilen, die noch gar nicht im Spiel drin sind. Zum Beispiel die türkische Liga. War das jetzt eigentlich in FIFA 15 komplett drin? Ich bin mir nicht gerade ganz sicher. Aber es ist nun mal so. Es war ja immer, oder ist es immer eine lange Zeit Debatte, ist die türkische Liga drin im Spiel? Ja, nein. Das wird, ich kann ein bisschen quasi eine Einschätzung geben, so läuft das ab, wenn das Spiel rauskommt. Das wird erst sehr, sehr kurz davor irgendwo entschieden. Das wird nämlich mit den einzelnen Verband irgendwo verhandelt. Und dann müssen die letztendlich vielleicht nur noch ein Häkchen setzen, wenn das Spiel letztendlich rauskommt, ist die türkische Liga mit drin? Ja, nein. Die haben diese ganzen Spielerwerte schon irgendwo da. Das heißt, das müssen sie nur sagen, okay, die Spieler sind drin, ja, nein. Und das bedeutet da jetzt nicht mehr so den zusätzlichen Aufwand. Natürlich das initiale Erstellen von diesen Spielerwerten schon. Aber
Und noch vielleicht das Updaten irgendwo so ein bisschen, dass es immer noch auf dem neuesten Stand bleibt. Aber das ist irgendwo schon extrem, es ist schon irgendwo auch vorhanden. Und dann natürlich kommt noch der Punkt, jetzt wurden, glaube ich, fast von allen 12 Nationalmannschaften die Spielergesichter gecaptured. Und da muss man natürlich auf jeden Fall sagen, das ist zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Da hat dann EA gesagt, okay, da investieren wir jetzt einfach mal, ich würde jetzt einfach mal schätzen, $500.000, um die Spielergesichter zu... Na, das ist wahrscheinlich noch viel zu wenig, merke ich gerade. Das ist wahrscheinlich höher. Ich kann mir vorstellen, im niedrigen siebenstelligen Bereich. Sowas werde ich jetzt einfach mal schätzen, wenn ich so überlege, was bedeutet das, um so Spielergesichter zu capturen. Da müssen die ganzen Mannschaften eingeladen werden, du musst so ein Team dahinstellen, du musst die Technik herstellen, das muss alles gescannt werden, das muss implementiert werden, da geht einiges an Arbeitsstunden drauf. Und natürlich auch erstmal die Technik an sich, die Bereitstellung und so weiter, wird schon extrem teuer sein. Aber EA sagt, okay, wir können halt Geld da reinstecken und das ist jetzt zum Beispiel die Entwicklung oder die Aufnahme von Frauen, damit sie gut im Spiel implementiert sind. Oder wir, und das ist auch ein Kritikpunkt, sagen viele Leute, mach doch bitte das Spiel besser. Könnte man sagen, dass sie zum Beispiel 500.000 oder 1 Million jetzt zum Beispiel da reinstecken, dass sie 5 bis 10 neue Entwickler anstellen, die das Spiel an sich weiterbringen. Und den Punkt kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, investiert doch bitte nicht das Geld da rein, sondern schaut, dass ihr das Spiel besser macht. Das ist letztendlich irgendwo, muss man klar sagen, EA ist ein Unternehmen und ein Unternehmen denkt meistens gewinnorientiert und sie versprechen sich wahrscheinlich dadurch, dass sie Frauennationalmannschaften drin haben, irgendwo einen höheren Absatz von dem Spiel, dass dadurch ein neuer Anreiz gestellt wird für eine neue Zielgruppe, zum Beispiel Frauen. Das heißt, vor allem in den USA ist Frauenfußball extrem publik und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Absatzzahlen von FIFA in den USA sind, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch einfach schon nochmal der Abseits von FIFA steigt, dadurch steigt der Umsatz und im besten Fall steigt der Umsatz mehr, dadurch, dass Frauen das Spiel kaufen, als dass es gekostet hat, dass man Frauen mit reinnimmt. Und dann dazu kommt natürlich noch, dass in den nächsten Teilen die Spielergesichter von den Mannschaften, zumindest die jetzt schon gemacht wurden, nicht nochmal gemacht werden mussten. Und dadurch hat man auch in den zukünftigen Teilen irgendwo die Möglichkeit, mehr einzunehmen. Und das ist auch letztendlich vielleicht irgendwo so das Positive, was man mitnehmen muss. Dadurch sind in den zukünftigen Teilen von FIFA auch wieder mehr Möglichkeiten gegeben, finanziell zum Beispiel das Spiel weiterzuentwickeln. Also so muss man das immer irgendwo auch ein bisschen betrachten, dass dadurch natürlich auch irgendwo in Zukunft mehr Möglichkeiten entstehen, wie das Spiel weiterentwickelt werden kann, weil mehr Geld zur Verfügung steht. Also das wäre der beste Case, was EA natürlich jetzt irgendwo mit dem Geld macht. Das ist irgendwo deren Ding. Es wäre natürlich schön, wenn das auch irgendwo zu gewissen Teil wieder in das Geld, wieder in das Spiel hineinfließt. Aber nur um euch mal irgendwo so eine gewisse Vorstellung zu geben, was es letztendlich bedeutet, leidet das Spiel irgendwo oder die Entwicklung des Spiels darunter, dass jetzt Frauennationalmannschaften drin sind? Zu gewissen Teilen. Also es ist ja, nein, wie ihr gerade gemerkt habt, die verschiedenen Faktoren. Initial hätte man das Geld nehmen können und woanders reinstecken können, aber vielleicht auf lange Sicht gleicht sich das irgendwo wieder aus oder auch auf lange Sicht gesehen profitiert das Spiel. Und wie gesagt, gab es Entwicklungen jetzt schon in FIFA 16, die auch einfach schon gut sind für das Spiel. Jetzt sagt ihr natürlich, boah, was haben wir davon, dass jetzt irgendwie ein Körpertyp, ein Körperbau besser dargestellt ist oder das Haar irgendwie besser im Wind weht. Das ist schwer. Ich bin auch zum Beispiel so ein Typ, der sagt, ich gebe jetzt nicht ganz so viel darauf, dass irgendwie alles so ganz akkurat dargestellt ist wie im richtigen Fußball. Aber das geht auch viel, viel unterbewusst mit ein. Und da habe ich auch mit einem Producer sehr, sehr viel drüber gesprochen, dass natürlich einfach dieses Spiel in der Darstellung schon extrem nah am richtigen Fußball ist. Und dadurch fühlt es sich auch so an, wie es sich anfühlt. Und deswegen entwickeln viele Leute auch einfach so eine Bindung, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber einfach so eine Bindung zu dem Spiel, dass sie so involviert sind, dass sie eintauchen in diese Welt und deswegen hat man auch Emotionen zum Beispiel, wenn man dieses Spiel spielt und deswegen spielt man es auch so extrem viel, weil einfach dieses Gesamterscheinungsbild von FIFA unglaublich rund ist und dazu gehört auch Körperbau und Animation von Haaren. Das ist so, das merkt man alles gar nicht so wirklich bewusst, wie sich das auswirkt. Aber ich verliere mich gerade so ein bisschen in der Thematik. Eine Sache wollte ich, glaube ich, noch machen, genau. Und ein weiterer Punkt, wo ich einfach sagen würde, yo, EA hatte das in das Spiel involviert oder mit reingenommen, jetzt mit den Frauennationalmannschaften, für positive Presse. Würde ich einfach mal ganz klar so behaupten, denn EA ist immer ein Unternehmen, einfach schon über die letzten Jahre ein Unternehmen, was häufig in der Kritik steht, wegen verschiedenen Sachen, wurde, glaube ich, in den USA häufig oder hintereinander gewählt als schlechtes Arbeitgeber für die Arbeiter dort, also die Leute, die da arbeiten, total behindert ausgedrückt. Aber ja,
Und auch gibt es immer viele Entscheidungen, wo EA von der Presse und auch von der Community kritisiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das ein gewisser Faktor war, dass man damit extrem positive Presse schreiben kann. Weil das ist, Gleichberechtigung ist einfach in der heutigen Gesellschaft ein Riesenthema. Und wenn man hier als Unternehmen auch ein Zeichen setzt, und das finde ich prinzipiell cool, ich bin auch für Gleichberechtigung, dass quasi da jetzt auch Frauen Einzug in das Spiel erhalten. Und ja, ich denke aber dennoch, dass auf jeden Fall positive Presse irgendwo ein gewisser Faktor war. So konnte man wirklich mal auch einen neuen Trend setzen im Spiel. Und das ist sicherlich berücksichtigt worden. Und jetzt natürlich die Frage, wird es nur ausschließlich positive Presse sein? Weil ich mir halt vorstellen kann, oder das ist, glaube ich, nicht, also es gibt die gewisse Möglichkeit, dass auch EA dann doch auch wieder deswegen negative Presse bekommt, weil jetzt ist die Frage, wie werden die Frauen bewertet? Da kommt man auch schnell wieder irgendwie so eine sexistische Richtung, dass man sagt, ja, aber die Frauen haben ihre eigene Skala, warum sind sie nicht direkt gleich behandelt mit den Männern, warum sind sie nicht gleich bewertet? Und wenn sie das gemacht hätten, dann hätten, wenn die Nächsten angekommen hätten, gesagt, ja, warum sind denn die Frauen so viel langsamer oder warum kann eine Frau nicht genauso schnell sein wie ein Mann? Tja, das sind alles so Problemfelder, die ich mir gerade auftun würde oder möchte, weil ich denke, das kann problematisch sein. Ich glaube, es wird sich unwahrscheinlich in diese Richtung entwickeln, weil EA, glaube ich, mit der eigenen Bewertungsskala da eine ganz gute Lösung gefunden hat. Sie werden es wahrscheinlich, wie gesagt, gar nicht öffentlich machen, wie viel schlechter jetzt eine Frau ist. Und von daher umschiffen sie das so ein bisschen. Aber das habe ich halt schon vorher so ein bisschen gesehen. Damit könnte EA sich auch keinen Gefallen getan haben, weil natürlich dann diese Fragen aufkommen und man dann auch schnell wieder irgendwo weg von der Gleichberechtigung quasi kommt. So, das war jetzt irgendwie so mal meine Meinung dazu. Ich gebe mal kurz die Summary oder die Cliff Notes, also das heißt die Zusammenfassung. Ich finde es sehr cool zu spielen, also ich fand es überraschend erfrischend. Ich kann mir vorstellen, dass es häufiger gespielt wird, also nicht nur am Anfang, um mal reinzutesten, sondern auch mal ab und zu, wenn man gegen Kumpel spielt, ist es eine nette Abwechslung. Das Spiel profitiert an sich von den Frauen, so von der Entwicklung, die da quasi stattgefunden hat, um die Frauen vernünftig im Spiel zu implementieren. Und ja, dann ist die Frage, wie weit das Spiel oder wie weit sie hätten diese Ressourcen, das Geld woanders hätten reinstecken können. Kurzfristig ja, langfristig kann es sein, dass das Spiel dadurch profitiert. Und das ist, denke ich, auch schon eine gute Zusammenfassung von dem ganzen Video. Ich möchte auch nicht mehr lange oder zu lange halten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben auch zwei weitere Videos zu FIFA 16. Zum einen, wo die Neuerungen an sich vorgestellt sind, zum anderen mein Eindruck davon. Die beiden werden auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt sein. Und wenn ihr an mehr Inhalten von FIFA 16 interessiert seid, zum Beispiel Ultimate Team, dazu wird es auch nochmal dann Neuerungen oder Ankündigungen geben. Und ihr werdet hier auf diesem Kanal auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten werden, was diese Neuerungen betrifft. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst am besten einen Daumen hoch da oder teilt es mit euren Freunden, wenn ihr euch vielleicht auch mit euren Freunden unterhalten wollt, wie das mit den Frauen in FIFA sein wird. Oder wenn ihr vielleicht einen Kumpel habt, der vielleicht mal auch mit Frauen spielen sollte, dann am besten teilt ihr mal dieses Video. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Richtig spannend ist der FIFA-Trainer. Ja? Also ihr seid wahrscheinlich jetzt auch interessiert, was ist der FIFA-Trainer?